Ja, Karl-Heinz hat eben mit uns einen wirklich sehr interessanten Workshop oder sagen wir Session gemacht zum Thema Online First. Also warum soll es nicht eine Ausrichtung geben, Online-Kurse im Moment zu präferieren? Was hältst denn du davon? Ich finde, dass es sehr viele gesellschaftliche Gruppen gibt, die keine Möglichkeit haben, zu den üblichen Zeiten, zu denen die VHS-Kurse anbietet, zur VHS zu kommen, die eventuell zu weit entfernt wohnen, die lange arbeiten, die kleine Kinder haben, die aber trotzdem lernen wollen. Und ich glaube, für diese Gruppen ist Online-Lernen eine wirkliche Chance, nicht stehen zu bleiben, sondern sich auch in diesen Zeiten weiterzuentwickeln. Ja, ich meine das auch. Also vielleicht müssen wir dann einfach genauer gucken, welche Themen wir auswählen oder vielleicht ab welchem Niveau wir anfangen. Ich denke schon, dass wir vielleicht nicht bei Anfängern anfangen können, sondern vielleicht müsste es schon bei bestimmten sinnlichen Dingen ab einem bestimmten Niveau losgehen. Das kann sein. Also Sprachkurse auf jeden Fall ist, denke ich, sehr gut online möglich. Ich denke auch an Jugendliche, die vielleicht gar nicht so die Zeit haben, nach der Schule noch was zu machen, die erstmal abhängen wollen. Und das können sie ja in ihrem Zimmer, und dann können sie ihren Computer anmachen, davor abhängen und sich gleichzeitig noch was reinziehen und was lernen. Ja, wir sind bereit, oder? Ja.